Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Landeshauptmann, geschätzter Hoher Landtag, geschätzte Kollegen. Mit schönen Grüßen vom Kollegen Alexander Gamper darf ich beginnen. Er sitzt zu Hause mit einem sinnlosen positiven Test, Pumperl gesund, stellvertretend für viele, die in der Wirtschaft jetzt eigentlich arbeiten sollten und zu Hause eine Quarantäne absitzen. Aber in seinem Sinne darf ich ein paar Punkte zu eigentlich seinem Thema, dem Tiroler Tourismus und zu diesem Tourismusgesetz sagen. Erstens glaube ich, dass man den Tiroler Tourismus nicht neu erfinden muss. Man muss vielleicht aufgrund der aktuellen Situation Anpassungen vornehmen. Doch diese wären vermutlich auch ohne Krise notwendig geworden. Nur sind sie jetzt offensichtlich geworden und vor allem dringender geworden, diese Anpassungen vorzunehmen. Den Tiroler Weg gibt es schon. Und bis jetzt war der auch recht erfolgreich. Auch wenn ständig Nachhaltigkeit gefordert wurde, oder wird, ein guter Teil der Betriebe und Unternehmer bemüht sich schon seit Jahren um diesen Anspruch. Aus Notwendigkeit heraus, weil es auch der Markt fordert und die Kunden fordern, aber viele und der Großteil eigentlich aus Überzeugung. Sie wissen genau, dass Nachhaltigkeit Zukunft ist, aber wir finden es nicht notwendig, dass es in einem Gesetz verankert sein muss. Zweitens, die Bezirke sind touristisch sehr unterschiedlich, haben ihre Charakteristika und sind auch dahingehend zu betrachten. Es gibt aus diesem Grund auch sehr viele Tourismusverbände, 34, und in diesem Gesetz schaut es so aus, als wenn jeder Tourismusverband einen Nachhaltigkeitskoordinator brauchen würde. Wir halten das für absolut überbordend und sehen maximal in den Bezirken, also 9 Bezirken oder maximal in 6 Regionen diese Notwendigkeit. Es mag auch sein, dass vielleicht kein überbordendes Verwaltungskonstrukt entsteht, weil die aus diesem Pool an bestehenden Mitarbeitern herausgenommen werden, aber wir finden diese Konstruktion nicht notwendig. Und es muss auch nicht überall jetzt nachhaltig draufstehen. Alles, was derzeit gemacht wird, ist nachhaltig. Wir sehen das eher, dass die ÖVP sich da am Gängelband der Grünen hängt und überall das draufschreiben muss, um kleine Wahlversprechen einlösen zu müssen, die eigentlich selbstverständlich sein sollten. Um jeden Preis und Kosten und Aufwand sind egal. Ebenso die Vergeudung von Mitarbeiterressourcen. Ein Strategiepapier klingt gut, bringt aber nichts, wenn es nicht wirklich umgesetzt wird. Es genügt, wenn man der Realität ins Auge sieht, Stärken und Schwächen erkennt und danach handelt. Es müssen also die Probleme einfach angegangen werden. Drittens ist auch unserer Meinung es nicht notwendig, dass man den Tourismus ständig schlecht redet. Es wäre viel wichtiger, die dringend anstehenden Herausforderungen wirklich anzugehen und darüber zu reden, nämlich über Betriebsübergaben, Risiko des Ausverkaufs von Betrieben an ausländische Investoren, die nur kurzfristige Einnahmequellen suchen, Mitarbeitermangel und aktuell zum Beispiel die anstehende Schließung des Tourismuskollegs Villa Blanca. Das sind Probleme, die gelöst werden müssen. Auch die geringe Eigenkapitalquote der Betriebe. Das wollen wir sehen. Nur es ist interessanterweise in den letzten 2 Jahren etwas passiert, nämlich sind keine Betriebe in Konkurs gegangen. Und da muss man sich dann schon fragen, was oder wen haben wir da gefördert? Und haben wir da nicht Unmengen an Geld und Förderungen in marode Betriebe gesteckt, damit Kapital und Steuergeld verbrannt? Hätten wir da nicht manche Betriebe ehrlicherweise in den Konkurs schicken müssen? Und dafür andere langfristig und gut und auch in diesem Fall wirklich nachhaltig retten müssen. Ja, und der 4. Punkt, und trotz der strukturellen Schwierigkeiten in Tirol haben wir einen sehr guten Tourismus. Das ist auch dank des Landeshauptmanns, der sich immer um den Tourismus sehr bemüht hat. Aber wir müssen ihn in eine neue Zeit führen. Die Charakteristik des Tiroler Tourismus muss bleiben. Und es müssen auch nicht alle Bereiche gleich behandelt werden. Es braucht auch nicht für alle einen sanften Tourismus. Der sanfte Tourismus wird nicht genügen. Es wird Orte und Regionen geben, die für sich selber entscheiden sollten, für welchen Weg sie sich entscheiden. Vielleicht wollen mehr, wo mehr los ist und ein paar, wo eben weniger los ist. Und sie werden sicher unterschiedliche Gästegruppen ansprechen. Ein gutes Beispiel für sanften Tourismus sind die Tiroler Bergsteigerdörfer. Die werden immer mehr
machen das auch sehr gut und da besteht eine absolute Nachfrage. Also das ist wirklich eine Vorbildfunktion, aber das kann genauso neben einem Tourismusbereich wie Kitzbühel stehen, die eben vielleicht nicht so einen sanften Tourismus fördern, wo einfach ein bisschen mehr los ist. Weil eines müssen wir uns auch klar sein und sehen, wenn wir nicht alles anbieten, dann fahren die Leute einfach woanders hin. Das ist wie in einem Gasthaus, wo ich weiß, ich bekomme ein gutes Schnitzel und wenn ich Lust habe, gehe ich in dieses Gasthaus mit diesem guten Schnitzel. Wenn ich aber Gusto auf etwas Vegetarisches habe, gehe ich in andere Lokale. Aber gäbe es nur vegetarische Lokale, würde doch etwas fehlen. Und es gäbe vermutlich viele Leute, die dann ins Ausland fahren oder in andere Lokale gehen. Das muss man sich einfach bewusst machen und dieser Realität muss man ins Auge schauen. Ja, der Tiroler Weg, ihr habt es alle vielleicht gesehen, schaut nett aus. Der hat extrem viel bunte Bilder drinnen. Das ist das Schönste, was da dran ist. Nur diese Bilder, wenn man sich die anschaut, sind ja die eigentlich von der derzeitigen Realität. So schaut Tirol aus. So schön ist Tirol. Was wollen Sie jetzt Neues erfinden? Und es nutzt auch gar nichts, wenn man es in ein Gesetz schreibt. Man muss es einfach leben. Was ist also für uns der Tiroler Weg? Der Tiroler Weg muss nicht neu gebaut werden. Er muss auch nicht größer ausgebaut werden. Aber er muss auch nicht rückgebaut werden. Die Gäste müssen im Mittelpunkt bleiben, denn für sie haben wir diesen Weg gebaut. Und sie sind das Zentrum unseres Anliegens. Aber der Weg kann nur mit verantwortungsvollen Betrieben und wertgeschätzten Mitarbeitern begangen werden. Und daran müssen wir uns erinnern. Für uns ist dieser Weg alpin, traditionell und modern zugleich, herzlich und eigentlich das Wichtigste für uns, authentisch. Danke für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, der Herr Gampe ist zufrieden mit meinen Ausführungen. Dankeschön.